Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und Video-Folge. Wie werde ich im Internet sichtbar? Social Media für deinen Online-Auftritt. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Homepage, Website, Blog und viele, viele weitere Möglichkeiten führen dich Schritt für Schritt zu mehr Sichtbarkeit im Internet für dein Business, für potenzielle Kunden. Auch Printmedien und einige andere Offline-Medien werden hier behandelt. So ein guter Mix zwischen Offline und Online. Deine Vorteile. Soziale Medien sind die am schnellsten wachsende oder ist das am schnellsten wachsende Marktsegment der Welt. Dies ist ein sehr informatives Buch bzw. ein informativer Blog, Podcast, YouTube-Podcast, der dir praktische Ratschläge gibt, wie du im Internet sichtbar sein kannst und dein Unternehmen auf verschiedene Online-Plattformen wie Blogs, soziale Netzwerken und so weiter effektiver gestalten kannst. Auch Emojis, Hashtags und einige andere Fachbegriffe sollen hier Erwähnung finden. Zeige dich sozial, authentisch und menschlich. Ja, inklusive der Versprecher vorher, und es werden noch einige kommen. Teile Erfahrungen statt Wissen. Wissen wird genug konsumiert, allerdings kaum leider umgesetzt. Deine Erfahrung wird benötigt. Hier geht es weniger darum, wie du im Internet Geld ausgibst, sogenannte Ads, also Werbeeinschaltungen, und noch weniger darum, wie du im Internet Geld verdienst. Auch ist es nicht direkt Marketing, da es nicht direkt um den Verkauf einer Marke oder einer Dienstleistung geht. Hier geht es um dich und dein Unternehmen, wie du dich im Internet sichtbar machen kannst. Und ich werde versuchen, dir den sozialen Gedanken bei den sozialen Netzwerken näher zu bringen. Im Vordergrund steht immer der Mensch und die Geschäfte zwischen Menschen. Soziale Medien sind für ein Unternehmen besonders wichtig, da es den Nutzern ermöglicht, Produkte und Dienstleistungen oder Marken bekannt zu machen. Soziale Medien sind jedoch nicht nur ein trendiges Marketinginstrument für Unternehmen, die mit dieser Form der Kommunikation noch nicht vertraut sind. Ja. Sie sind auch eine Quelle für konkrete Informationen, die zur Verbesserung der Verkaufs- und Marketingstrategien beitragen können. Kurz gesagt, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn und Co. sind Medien, die es dir ermöglichen, Informationen zu teilen und zu empfangen. Viele Unternehmen sind sich zwar bereits der Nutzung für Marketingstrategien bewusst, sollten sich aber auch mit deren Potenzial als Informationsquelle befassen. Vielleicht stellst du fest, dass das, was du für den besten Ansatz gehalten hast, am Ende doch nicht so gut war. Soziale Medien können dir helfen, zu lernen, wie du die Qualität deines Produkts oder deiner Dienstleistung verbessern kannst. So, da waren jetzt einige Hacker drin. Die nächste Folge wird hoffentlich besser. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleib kreativ, geh online, mach das Beste aus deinem Unternehmen. Vielen Dank für Daumen hoch, Feedback, however, Sternchen, abonnieren klicken bitte denken für die nächsten Folgen. Und ja, das Buch dazu passend findest du auch auf Amazon. Und viele weitere Details zum ganzen Inhalt findest du auch im Blog unter https://fokuhila.online. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal.